Ich hätte in die Werkstatt fahren sollen. Das Hotel in die Luft jagen, stimmt's? Marty! Okay, entschuldige. Noch ein Wort von dir. Entschuldige, kein Sterbenswörtchen mehr. Großes Ehrenwort. Das waren jetzt schon wieder eine Menge Worte. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch! Beherrsch dich, ich bin in Eile. Du hast nicht die besten Nerven, Joe, ne? Du musst entspannter bleiben, Junge. Viel entspannter. Das ist das Hotel. Hinten ist deine Garage. Alles klar. Wir fallen ja auch gar nicht auf. Park da und lass alle knarren hier. Nicht, dass uns Clementis Leute filzen und wir auffliegen. So. Okay, Rito und ich gehen da rein und ziehen unsere Sache durch. Du wartest hier auf uns. Wenn du eine Explosion hörst, startest du den Wagen. Dann müssen wir abschwören, und zwar pronto. Und steck die Kanone weg, du Idiot, die brauchst du nicht. Außer man verfolgt uns, aber das glaube ich nicht. Klar, alles klar, Joe. Clementi hat das ganze 18. Stockwerk gemietet, das dritte von oben. Da gibt's Suiten und Konferenzräume und außerdem jede Menge Gorillas. Und wie kommen wir darauf? Hintenrum durch die Wäscherei. Wäscherei? Meine Unterhose ist sauber. Sehr witzig. Das Treffen hat noch nicht begonnen. Wir schnappen uns ein paar Putzklamotten vom Reinigungstrupp und dann machen wir da oben mal richtig sauber. Klingt gut. Du hast dir ja echt was einfallen lassen. Werd ja nicht frech. Da drin müsste einer vom Hotel mit den Klamotten auf uns warten. Sehen wir mal nach. Und dass du mir keinen Tanz aufführst, bis Clementi eintrifft. Keine Dummheiten. Halt den Ball flach, kapiert? Sprichst du mit dir selbst? Du bleibst hier! Ah, nie darf ich mit. Und das ist auch besser so, Junge. Das ist auch viel besser für dich. Ach, scheiße, abgeschlossen. Dieser Idiot sollte sie doch für uns auflassen. Ach, jetzt müssen wir warten, bis dieser Arsch auftaucht. Scheiße. Gibt's nicht noch einen anderen Weg da rein? Versuch's. Ich warte hier, falls dieser Trottel noch auftaucht. Dieses faule Stück Scheiße. Hey. Ja? Hast du ihn auch gesehen? Ja. Und? Wo ist er? Er macht Pause. Wir sind doch Uniformen. Tut mir leid, ich hab's nicht früher geschafft. Noch eine Minute und du hättest dich zu deiner eigenen Beerdigung verspätet. Es tut mir leid, Was soll's? Verschwinden wir von hier. Siehst du? Läuft doch alles wie am Schnürchen. Komm, jetzt schnappen wir uns die Overalls. Vito, Moment. Hier, kleb dir das Ding an. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? So erkennt uns keiner wieder. Los, tu es einfach. Na toll. Die Mario Brothers. Legen wir los. Hey, ihr zwei. Hier rüber. Wischt die Schweinerei weg, ihr Idioten. Oh ja. Macht die Schweinerei weg, sonst bricht sich noch jemand den Hals. Na los, Bewegung! Hey, ihr beiden. Da oben wartet noch eine Menge Arbeit auf euch. Na, macht schon. Hey, Richie, komm mit. Schwein gehabt, das war Henry. Ja.
Okay, verschwinden wir, bevor er zurückkommt. Ich habe Henry lange nicht gesehen. Er ist immer noch der Alte. Stimmt. Ich hoffe, er kommt nicht zurück, bevor wir fertig sind. Henry ist ein guter Kerl. Auch wenn er für Clementi arbeitet. Ja, wenn doch. Daran darfst du nicht mal denken. Ich komme mir bescheuert vor mit dem Schnauzer. Ach ja? Und was machen wir, wenn wir einen treffen, der uns kennt? So erkennt uns keiner. Das hoffe ich schwer. Das ist die perfekte Tarnung, Joe. Die perfekte Tarnung. Hola. Im Konferenzraum wurde was verschüttet. Zwei. Und keine Fragen, was das ist oder wie es dorthin gekommen ist. Wischt es einfach weg. Hier findet gleich ein wichtiges Treffen statt. Und der Boss wird stinksauer, wenn nicht alles blitzblank ist. Ich gebe euch kostenlos einen guten Rat. Wischt alles blitzblank und verpisst euch dann wieder. Die zwei sind hier, um die Unordnung zu beseitigen. Die Unordnung? Ah, die Unordnung. Na dann kommt mit, ihr zwei. Einer der Jungs, die vorhin hier waren, der ist gestolpert und hingefallen. Der Arme ist mit dem Kopf aufgeschlagen, ungefähr 5-6 Mal. Und jetzt ist alles voller Blut. Und bald soll die Konferenz beginnen. Also Jungs, wischt diese Sauerei auf. Und zwar flott. Verfluchte Wichser. Immer mit der Ruhe. Gleich sind wir sie los. Hilf mir mal. Scheiße. Verdammt. Der Gelbe. Plus zu Plus. Der Rote zu Minuspol. Oh Mann. Ist das vielleicht eine Fummelei? Perfekt. Okay, den kniffligsten Teil haben wir schon mal. Ja. So. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das wegwischen. Wir machen hier voll die... Tarnung muss sein, ne? Tarnung ist alles. Ah, ihr seid fertig. Dann verschwindet jetzt. Okay, und jetzt aufs Dach. Die erfüllt mir jeden Wunsch. Ehrlich? Ja, aber klappt nicht immer. Wieso, Barkeeper? Glaubst du, ich habe mir 30 Zentimeter zum Spielen gewünscht? Richtig, ich habe nicht mit dir gesprochen. Das ist Clementi. Wir könnten ihn sofort umlegen, wenn wir eine Knarre hätten. Ja klar, und in 2 Sekunden wären wir tot. Immer mit der Ruhe und halt dich an den Plan. Ja, alles gut. Wir sind ja ganz entspannt. Wir sind ja easy. Verdammt. So viel Sport ist nicht mein Ding. Warum haben die hier so viele Scheißstufen? Weil es hoch hinausgeht. Vito, warte mal. Ich hab was vergessen. Hier. Für dich. Falls was schief läuft. Sehr hübsch. Das ist was Besonderes. 1911er Colt mit modifizierten Magazinen. Hast du das Ding her? 23 Schuss. Kugelhagel ist gar kein Ausdruck. Verlier sie nicht. Davon gibt's nur 2 auf der ganzen Welt. Danke. Schon gut. Los jetzt. Zur Fensterputzerplattform. Vollidioten! Okay, was eine Mission hier, mein Gott. Scheiße. Clementis Männer. Schnell, wir müssen hier weg. Oh, das wird ein ganz grüner. Den musst du dir anschauen. Oh no. Finde die Plattform zum Putzen der Hotelfenster. Tja, wir kommen hier aber nicht raus. Wir müssen dadurch.
Warum hat Joe eigentlich keine schallgedämpfte Kanone besorgt? Hey, was zum Henker wollt ihr hier? Verzieht euch! Scheiße! Okay, Vito, es geht los! Komm raus aus deinem Rattenloch! Hast du das beim Militär gelernt? Gib mir Deckung! Große Klappe, nicht dahinter! Wo bist du? Zum Glück haben die keine Funkgeräte. Gib mir Deckung! Das ist alles? Dann blüht dir was! Los jetzt! Zack, zack! Vorsicht, da sind vielleicht noch mehr von der Sorte. Das ist nämlich ja ganz gut rumgekommen, nicht wahr? Gib mir Deckung, Vito! Du bist mausetot! Mist! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Wo ist er denn? Hast du irgendeine schöne Kanone? Das war am Hammer, ne? Oh. So, hier ist soweit erstmal nichts mehr. Wo ist denn Joe? Ach, wir müssen da vorne hin. Alles klar. Gib mir Deckung, Vito! Scheiße, wir machen dir alle! Friss scheiße Arschloch! Du bist mausetot! Komm raus aus deinem Rattenloch! Los jetzt! Zack, zack! Sind wir ihn? Da! Weiter so, Vito! Stolz auf mich! Okay, das hätten wir. Hoffentlich hat uns keiner gehört. Na was? Ja. Solche Gebäude haben schalldichte Fenster. Und wir sind so hoch oben, dass uns von unten keiner sieht. Na, das ist doch schon mal viel wert. Alles klar. Na dann. Machen wir das gute Stück mal. Warum holt ihr mich hoch? Ich bin mit der Etage noch nicht. Oh Scheiße. Oh Gott, nicht schießen. Ich tue alles, was ihr wollt. Die Hände auf den Rücken. Wir tun dir nichts. Oh, Bubs. Bleib ja da liegen, Junge. Hier ist Klebeband. Fessel ihn. Du hast Glück. Alle anderen hat's erwischt. Hoch oben über der Stadt. Okay, rauf mit dir. An die Arbeit.
Schon cool, ne? So über der Stadt. Nicht schlecht. Hey, wie viel Draht hast du? Genug. Und wie viel ist genug? Reicht er bis zum Dach? Nein, ein oder zwei Etagen hoch. Mehr brauchst du nicht. Alter. Na, das ist ja wieder ganz schlau. Was ist? Du hast einen Schatten. Was, wenn uns die Explosion auch erwischt? Wird sie nicht. Wir kriegen kaum was davon mit. Das will ich hoffen. Wenn es uns hier runterhaut, liegen wir als Matsch auf der Straße. Okay, das ist das richtige Stockwerk. Vito, schnapp dir den Wischer und fang an, die Fenster zu putzen, damit wir nicht auffallen. Ich verbinde die Drähte. Na, Freunde, wie geht's euch da drin? Alles gut? Das gibt jetzt ein Kavums. Okay, geschafft. Jetzt fahr uns ein Stockwerk hoch. Mach dein Testament, Clementi. Ah, das geht ja wie geschmiert. Na also. Diese Arschlöcher merken nicht... Oh, Scheiße! Mann! Ah. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Das Ding ist zu früh hochgegangen. Gemütlich zusehen, ja, ne? Ja, ist ja gut. Sehen wir mal nach. Scheiße, wieso höre ich dir überhaupt noch zu? Manchmal benimmst du dich echt wie hirnamputiert. Hallo, Leute. Scheiße. Ich hätte fast auf meine neuen Schuhe gepisst. Was für eine Sauerei. War das ein Erdbeben? Was zum Teufel? Oh, Scheiße. Der Wichser lebt. Der Wichser. Ihr Arschlöcher! Scheiße, Vito, Clementi darf nicht entkommen! Ja, dann. Mann, die haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Nein! Ich hab mich zu. Ich bin wieder da! Wo sind wir zugestellt? Früher oder später kriege ich dich. Gib mir Deckung! Achtung! In den Schatten! Mann, du schießt ja nicht! Lass mich den Kern gehen! Oh, Vorsicht! Das ist erst passiert, du! Alter, geh doch in Deckung! Warum gehst du da nicht in Deckung? Hier haben wir aufgemischt. Hat aber nicht ganz gereicht. Los jetzt! Ich werde euch... Nein! Ich hab nichts getan! Du bist Mörder! Du hast einmal Tür gestreckt. Gib mir weg! Achtung! Hinter dem Glas hin! Du schießt jemanden, dann bin ich damit in... Oh, vorsichtig, das ist erst Karriere. Na, ich möchte dich zum Feind haben. Du bist mausetot! Mehr kannst du nicht! Das ist vorbei! Lass dir was einfallen! Beeil dich!
Nimm die andere Tür, Vito. Ich übernehme die rechte Seite. Gib mir Deckung. Mach ich. Du schießt wie meine Schwester. Willst du mich verarschen, sag mal? Los, Molotow! Hier lang, Vito. Da kommst du nicht durch. Du bist mausetot! Ah, scheiße, die Sprinkleranlage ist angegangen. Echt? Ich dachte, es regnet. Klugscheißer. Ich kann vor lauter Wasser nichts mehr sehen. Oh, das passt schon. Alter. Scheiße, da kommen noch mehr. Kommt schon, ihr Arschlöcher, ich warte auf euch. 3, 2. Was ist denn hier los? Oh. Schwer ablegen. Gegen dich haben wir nichts. Komm schon. Bring nächstes Mal eine größere Bombe mit. Ey, verdammte Scheiße, woher sollte ich wissen, dass Clementi in dem Moment zum Pissen geht? Tja, man weiß es nicht. Wäre die Bombe früher hochgegangen, hätte sie ihn erwischt. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Hol dir das Arsch auf den Steg! Gib mir Deckung! Oh, mehr kannst du nicht! Du bist mausetot! Gib mir Deckung, Vito! Das ist alles! Verflucht! Noch einer! Auf den Steg! Das ist alles! Beeil dich! Marty ist da unten ganz allein! Gib mir Deckung, Vito! Scheiße! Hast du das bei mir nicht hergelernt? Ja, hab ich. Das weiß, solltest du mittlerweile wissen. Wo klingelt denn hier das Telefon? Sie haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, ganz ruhig! Du kannst nichts mehr für ihn tun! Schnappen wir uns Clementi! Fahr los! Das Arschloch lege ich um! Oh, Marty! Ihr meint, das war's! Irrtum, ihr Wichser! Es sind 2 Autos. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht den anderen. Lass das mir. Halt du deine Knarre bereit. Hast du was denn sonst? Bleib du an Clementi. Er ist in der schwarzen Limousine. Ich hab selber Augen im Kopf. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Ein Hit. Gut gemacht. Der nächste ist Clementi. Drück auf die Tube, Vito. Ich versuch's ja. Ich krieg dich. Los auf, Vito! Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Okay, mach das. Wir wollen ja... wir wollen ja ein gutes Ergebnis präsentieren. Das ist für Marty. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Alles klar. Willst du ein Bier? Was für eine Scheiße. Schadet nicht. Gib mir Eddys Nummer, ich ruf ihn an.
Ja, mittlerweile dürfte er es gehört haben, ne? Vom Krieg in den Straßen. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt. Wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Auch war das Wichtigste was? Ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest. Verdammt nochmal! Hey, Joe, mich Joe. Musst du nicht anzubrüllen. Sachte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen, mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal! Joe, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalt den Gang runter. Mir tut's auch leid, mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Tja, so ist das, ne? Nach der Nummer sollten wir jetzt wirklich nach Hause gehen.